Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein sehr interessantes Tauschpaket für dich, denn ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was Danny hier reingepackt hat. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem Paket verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Danny ist ein extrem kreativer Mensch. Er schreibt selber Bücher. Er ist sehr, sehr kreativ in seinem Leben. Ich schaue super gerne seine Videos und verfolge ihn einfach gerne auf allen möglichen Kanälen, wo man ihn verfolgen kann. Instagram, YouTube. Verlinke ich euch alles mal in der Infobox, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und heute um 11 stelle ich das Paket vor, was er mir geschickt hat. Und um 17 Uhr, also um 5 Uhr, könnt ihr nochmal zu ihm rübergehen. Das verlinke ich euch, sobald es online ist, auch unten in der Infobox. Denn da seht ihr, was ich ihm geschickt habe. Wir haben so ein bisschen hin und her überlegt. Ich finde, das ist so ein charmanter, witziger, schnuckeliger Mann, kann man das so sagen. Ich glaube, ich darf das sagen. Mein Freund war erst ein bisschen eifersüchtig, als ich gesagt habe, ich mache übrigens gerade ein Tauschpaket mit Danny. Wer ist Danny? Und dann habe ich ihm erklärt, so, das ist der Autor von den Büchern, die ich auch immer wieder lese und so, habe ihm die auch gezeigt und dann, ach so, der ist das. Ich musste kurz den Hauch Eifersucht aus meinem Freund rauskriegen. Das war echt ziemlich ulkig, aber es hat funktioniert. Und er findet dich übrigens auch sehr sympathisch, Danny. Hier habe ich das Paket. Und das war vom Thema her, probier mich unbedingt aus. Und ich bin so gespannt, was Danny mir hier reingepackt hat. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, man merkt es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich die Produkte jetzt direkt ausprobieren kann. Es kommt auf das Produkt ganz drauf an. Aber ich werde es sonst im Laufe der Zeit machen und euch dazu auch nochmal mitnehmen auf Instagram, auf YouTube. Und falls du mich dort noch nicht verfolgen solltest, mach das sehr gerne. Bei Instagram heiße ich AIDUIKP, Claudia rückwärts mit einem P dahinter. Folgt mir da einfach sehr gerne, da verpasst du dann auch keinen geistigen Ausbruch meinerseits. Und hier auf YouTube kannst du mich natürlich, falls du neu auf diesem Kanal sein solltest und es noch nicht getan hast, hier unten einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. So, ich habe das Paket noch nicht ausgepackt. Ich habe eine Schere und ich bin so aufgeregt. Also wirklich, es ist, weiß ich nicht, wir sind beide sehr kreativ, aber auf unsere Arten. Ne? Also ich bin halt mehr so im Bereich Sachen anmalen, sei es Bilder, sei es mich selbst. Und er ist halt so in dem kreativ-schreiberischen unterwegs, in dem Gedankenwelten nenne ich das immer ganz gerne, ne? Wenn man dieses Schreiben hat. Also ich habe das ja damals auch gemacht, dass ich selber Lieder geschrieben habe, dass ich auch Gedichte sehr viel geschrieben habe. Das Reimemonster kommt ja manchmal auch in meinen Videos nochmal so ein bisschen mit durch. Und ja, deswegen, ja, das ist spektakulär, Leute, ich sage euch das. Und das Paket hat eine weite Reise hinter sich. Sonst hätten wir natürlich gerne auch ein Video zusammen gemacht, aber da kann man nicht mal ebenso quer durch Deutschland zueinander fahren, weil ich wohne ja an der holländischen Grenze und er wohnt in Berlin tatsächlich. Und ich sehe schon hier den Inhalt, so ein bisschen, ich bin sehr aufgeregt, sehr, sehr aufgeregt. Okay, wir haben ein bisschen Füllmaterial, damit nichts kaputt geht. Ein Brief für Claudi steht hier drauf. Okay. Pelletier Verlag ist übrigens sein Verlag, da wo auch die Bücher es zu kaufen gibt. Ich habe hier tatsächlich auch noch ein Paket neben mir stehen, da habe ich bei dem aktuellen Event eingekauft und mir diverse Kaffeetassen gekauft. Und die werdet ihr dann auch in den nächsten Videos sehen. So, ich habe einen Brief. Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Das ist so aufregend. Liebe Claudi, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der kleinen Auswahl von Dingen, die du unbedingt einmal ausprobieren solltest. Egal, ob es ein entspannter Filmabend oder ein verträumter Lesenachmittag ist, ich hoffe, dass dir nicht langweilig wird. Ich wünsche dir alles Liebe und bleib gesund, Danny. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin jetzt wieder gesund. Ich habe mich tatsächlich vorgestern zum zweiten Mal pieksen lassen und lag gestern dementsprechend flach. Aber jetzt bin ich wieder fit und kann das Video drehen und ich freue mich wie ein kleines Kind. Okay, so. Das ist ein Film. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle mit Robert Downey Jr., ein richtig geiler Schauspieler. Das ist sehr geil. Ja, den werde ich mir mal reinziehen. Vielleicht heute Abend so als Filmeabend mit meinem Freund. Ich mag den jungen Mann, den Schauspieler einfach super gerne, um das mal so zu sagen. Er ist einfach kein Menschenfreund. Okay.
Müssen wir uns mal angucken. Ich habe da, glaube ich, den Trailer zugesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Film, den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Ich muss mich erstmal reinlesen. Also ich kenne Dr. Dolittle an sich, aber wenn das diese neuen Verfilmungen sind, dann sind die immer etwas anders gestaltet, wenn man das so sagen darf. Robert Downey Jr. begeistert als der Arzt, der mit Tieren sprechen kann. Dr. Dolittle. Nach dem Tod seiner Frau hat Dolittle sich gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe exotischer Tiere hinter den hohen Mauern seines Familienanwesens verschanzt. Als die junge Queen Victoria, Jessie Buckley, schwer erkrankt, muss Dolittle widerwillig sein Heim verlassen und sich auf die Reise zu einem sagenumwobenen Eiland machen, auf dem es ein Heilmittel geben soll. Die fantastische Reise des Dr. Dolittle ist eine Abenteuerkomödie mit viel Wortwitz und Charme. Okay, das hört sich so an, als hätte ich den definitiv noch nicht gesehen. Hört sich sehr spektakulär an. Also das ist jetzt unser Samstagabendfilm für heute Abend. Dankeschön. Finde ich cool. So, was hält mich hier? Relax Days Creative Goods. Popcorn, wie geil bist du denn? Das sind Popcorn-Tüten. Wie geil ist das denn? Das finde ich cool. Ja, ich, Side Fact, mal kurz nebenbei. Wenn wir ins Kino gehen, also es passt natürlich super zum Film, dann bestelle ich mir auch immer das größte Gebinde an Popcorn, was es gibt. Also wirklich so eimerweise, ne? Und das ist dann am Ende des Films auch grundsätzlich aufgegessen. Ich liebe Popcorn. Was natürlich schwierig ist, ist immer, dass es sich so zwischen den Zähnen irgendwie, ne? Ihr wisst das. Aber das finde ich so geil. Also da werde ich mir dann mehrere von essen. Und das sind kleine, muss ich erstmal auspacken, Verpackungsviecher dann davon. Das ist ja geil. Was es nicht alles gibt. Wir hatten auch mal eine Popcornmaschine für zu Hause tatsächlich. Aber, da kam zu wenig raus, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Für uns muss da mehr drin sein. Und das finde ich ja cool. Oh, das ist süß. Guck mal, da kannst du das so zusammenbauen. Das ist ein bisschen hübsch machen, weil das natürlich ja erstmal gebogen werden muss. Dann hast du deinen Popcorn-Abend zu Hause. Das finde ich geil. Das ist cool. Passt. Auf jeden Fall. Wie geil. Okay. Nein. Okay, wir haben hier auch noch Popcorn. Das hast du mir einen Kinoabend geschenkt. Das finde ich ja geil. GMO-free, also Gentechnik-free, 100% natürlich Premium-Popcorn-Mais. XL Popvolumen. Geil. Ja, da habe ich ein bisschen Popcorn. Das finde ich cool. Sowas kann man im Topf machen oder halt, wenn man sowas hat, eine Popcornmaschine oder sowas, ne? Aber man kennt ja dieses Mikrowellenpopcorn, das kannst du theoretisch auch bestimmt in der Mikrowelle machen. Wie steht denn das hier hinten drauf, wie das gemacht werden soll? Der sonnengereifte Mais mit dem XL-Popvolumen. das finde ich witzig. Da steht hier jetzt nicht drauf, wie man das machen soll. Okay, ich muss mich da mal einlesen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, aber finde ich cool. Popcornmais. Ja, Filmeabend ist safe, Sammy, ne? So läuft das hier. Oh, wie geil. Da habe ich hier was zu lesen. Das Paket von Sebastian Fitzek. Er weiß, dass ich das super gerne lese. Also das ist ein Autor, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich mag dieses, wenn es etwas dunkler ist von Geschichten her. Also wenn ich lese, möchte ich gefesselt werden und dann möchte ich halt auch nicht alles so, also Liebesromane ist zum Beispiel nicht unbedingt mein Fall. Ich mag gerne, wenn ich mich beim Lesen erschrecke, wenn ich beim Lesen so dieses, ich muss das Buch kurz zur Seite lesen und kurz mal drüber nachdenken, was da gerade passiert ist. Das mag ich einfach so gerne. Und als ich meine Reviews über Dannys Bücher auch geschrieben habe auf meinem Instagram-Kanal, ne, bei meinen Posts, da habe ich ihn auch tatsächlich von der Art und Weise her, also wie er seine Bücher halt quasi gestaltet, auch mit Sebastian Fitzek verglichen, weil ich das tatsächlich auch kurz vorher alles gelesen habe. Und das habe ich wirklich noch gar nicht zu Hause. Das ist richtig cool, da freue ich mich mega drüber. Psychothriller, voll mein Ding. Mag man gar nicht glauben, aber was ich tatsächlich auch so auf YouTube gucke, ist viel Beauty- und Humor-Content, ja, aber auch sehr, sehr viele Horrorfilme und sowas. Stehe ich voll drauf. Also einfach mal so ein bisschen aus der Realität ausbrechen. Vorsicht, ein grandioses, echt fieses Buch. Mag ich voll. Ihr Postbote bittet sie, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen. Einen Nachbarn, dessen Namen sie noch nie gehört haben. Obwohl sie schon seit Jahren in ihrer kleinen Straße wohnen. Was kann schon passieren, denken sie sich. Und lassen damit den Albtraum in ihr Haus. Ist das jetzt minimal creepy, dass jetzt der Postbote klingelt? Sebastian Fitzek hat ein Paket gepackt, das es in sich hat. Eine irre Story, Grusel und Spannung bis zur letzten Zeile. Was jetzt nicht um meine Freundin geht? Ja, toll. Jetzt muss ich ein Paket annehmen, Leute. Ah!
Okay, I will survive. Es ist von Purish ein Paket. Und es ist an mich adressiert. Also ich habe hier nichts für den Nachbarn angenommen. Cool, also das werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Vielen, vielen Dank. Da hast du echt ins Schwarze getroffen tatsächlich mit meiner... Ne? Kennst du wohl. Mit meinem Geschmack. So, wir haben hier noch was Großes drin. Nein. Okay, wir haben hier wirklich eine Popcornmaschine drin. Das finde ich geil. Hot Air Popcorn Maker. Ich werde berichten, ob die Menge an Popcorn, die diese Maschine ausspuckt, für uns reicht. Finde ich ja richtig geil. Die wird heute Abend verwendet. Also wir werden schön Popcorn essen und dabei einen sehr entspannten Film schauen. Das finde ich so geil. Echt, Sammy, ne? Jetzt haben wir eine Popcornmaschine. Das ist so ein Ding, das setzt du dann hier oben, schau, Kakao, einfach so drauf. Und dann muss man hier dieses Fusselding auch noch oben drauf packen, den Deckel, damit das Ganze auch nicht nach oben raushüpft. Und dann geht die Party ab. Oder so. Ja, kann man auch umdrehen, ne? Ist auch vollkommen in Ordnung. Ach genau, du kannst hier oben das reinmachen und dann kannst du das Dosierchen immer reinkippen. Ja, das ergibt Sinn. Mensch, wie geil ist das denn? Einfach mal eine Popcornmaschine. Geil. Aber ich glaube, die sieht deutlich größer aus als die, die wir vorher mal hatten, ne? Last but absolutely not least habe ich hier etwas passend für das Buch tatsächlich mit da drin. Und das ist ein Lesezeichen. Und das kommt aus dem Pelletier Verlag Shop. Tatsächlich. Das sieht so cool aus. Guck mal. Es hat hier auch so eine Kugel unten mit dran. Das sieht hübsch aus. Das mag ich ja gerne leiden. Und wenn ich dann das Buch lese, kann ich mir einfach irgendwie so das Lesezeichen reinmachen. Zack. Und es sieht auch noch echt stylisch aus, ne? Ich finde das hübsch. Sehr cool. Doch, das freut mich definitiv. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Popcorn nachher schmecken wird. Ne? Ich hoffe, wir haben auch noch ein bisschen Puderzucker da, weil das kann man immer so schön oben drüber machen, damit das Ganze auch ein bisschen süßer schmeckt, weil wir sind echt süße Mäuse, mein Freund und ich. Und das war tatsächlich hier das Paket. Und ich bin so gespannt, was du zu dem Paket sagst, was ich dir geschickt habe, Danny. Also ich werde auf jeden Fall einen wundervollen Abend mit den Produkten haben, mit den Paketen, wollte ich schon sagen, mit dem Paketinhalt, mit den Produkten, mit den Sachen aus dem Paket, Mensch. Und ja, es hat mir sehr gefallen, tatsächlich, denn es ist wirklich, es ist witzig, aber es ist durchaus brauchbar. Und das finde ich eben bei solchen Paketen auch immer sehr, sehr wichtig. Ja, ihr Lieben, das war's hier jetzt von mir und vielen Dank an Danny, gerne wieder. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite, noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!